herzlich willkommen hier wieder bei mir, der Caro. Und ja, Summoner's War Opening, Spielervorstellung und ja, einfach nur den LD84 angucken. Ja, Opening machen wir auf jeden Fall auch gleich. Wir haben, ich muss mal Klucki machen. 35 Rollen, genau, 35 mystische Schriftrollen. Und ja, was wir auch noch machen wollen, ist natürlich jetzt hier die Monster angucken. Vorerst will ich aber noch sagen, ja, ich nehme dieses Video gerade nicht mit Cam auf, weil ich gerade erst von Arbeit gekommen bin und ich will erst baden und bla bla machen und alles so und dann würde das Video wieder so spät kommen. Ja, weil heute war ein ziemlich regnerischer Tag und dementsprechend sehe ich auch aus. Also ihr könnt eure Vorstellungen jetzt, spielen lassen. Oder wie man das auch sagen könnte. Aber auf jeden Fall gucken wir uns hier die Monster an und ja, ihr wisst ja alle, wie ich aussehe. Falls nicht, guckt euch ein anderes Video an. Nee, Quatsch. So, was haben wir hier? Also wir haben schon mal ein Lich, ne? Lich ist an sich ein cooles Monster, ja? Ich bin kein unbedingt Fan von Lich, aber mit ihm kann man auch recht okay schon leveln für den Anfang. Hier musst du allerdings aber auch hier eine ATK-Prozent reinmachen. Keine Death Plus. Das schon mal vorweg. Lebensentzug kann man machen, ja. Man könnte natürlich auch ganz normal auf Fatal oder auf Speed oder sowas gehen. Würde auch reichen. So. Du hast halt ziemlich viele, Zerstören-Runen drin. Ist an sich nicht schlecht. Es sind halt zusätzliche Runen, die man immer mal benutzen kann, ja. Also ich finde es wirklich nicht schlecht hier. Gegner Max HP minus 4%. 30% von Schaden. Genau. Ja, also an sich nicht schlecht. So, dann die Fee. Die Fee hätte ich jetzt nicht so weit gemacht, aber so wie ich sehe, hast du keinen anderen Heiler unbedingt. Also nichts, sage ich jetzt mal, was so recht brauchbar wäre, außer, ja, Bierman, aber das ist ja an sich kein direkter Heiler. Deswegen behalte sie erstmal, aber mach sie auf jeden Fall nicht auf 6. Ich würde auch hier, wenn ich jetzt so deine Monster sehe, auch den Lich nicht unbedingt als ersten Sixter nehmen. Nicht unbedingt. Man kann zwar echt recht cool mit ihm leveln und das ist auch richtig schön. Er hilft dir aber an sich im Turm nicht so wirklich. Und in den Dungeons nicht wirklich. Und, naja, ich bin nicht so übelste Fan. Viele haben ihn in der Arena stehen, was ich auch nicht so pralle finde, weil... Ich weiß nicht, ich habe noch nie unbedingt gegen den Lich, sage ich mal, jetzt verloren. Vielleicht gegen einem Team vom Lich, aber jetzt nicht unbedingt nur, weil es am Lich lag oder wie auch immer. Lich, falls sich irgendwie jemand aufregt, weil ich immer sage Lich. Ja, ist ja kein Licht oder so. So, was haben wir hier? Finde ich richtig gut. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Ja, Leute, also das wird ein bisschen schwierig. Mit Okwebe Sunuyof. Oh mein Gott. Auf jeden Fall. Ist aber auch wirklich ein recht cooles Monster. Will mal gucken, wie andere Leute den hier geruht haben, weil ich selber habe ihn nicht. Ja, die haben auf Speed ACC, also HP ACC, 100% ACC. Mhm. Ja, also an sich, ja, kannst du ihn wirklich auch recht so bauen, also auf Tempo, wenn wir uns die Fertigkeiten angucken, schadet einen Gegner und senkt mit 50% seinen Angriffsbalken um 30%. Okay, recht cool. Wahrscheinlich auch richtig gut für die Arena. Attackiert alle Gegner mit sandigen Böen, die 30% Angriffsbalken und mit 15% Chance für 2 Runden das Angriffstempo senken. Oh, der Schaden dieser Fertigkeit steigt proportional zum eigenen Angriffstempo. Deswegen viel Speed. Erhöht die Angriffskraft und Crit-Rate aller Verbündeten für 2 Runden und gibt mit dem Ziel eine Runde lang Unbesiegbarkeit. Also wirklich recht cooles Monster. Und hier erhöht dem Widerstand verbündeten Monster in der Arena um 40%. Wow. Auf jeden Fall, also was müssen wir hier machen? Wir müssen Temporuhen reinmachen, ja? Also müssen auf jeden Fall hier Temporuhen reinmachen. Du hast an sich auch ein paar, die du hier reinmachen kannst. Leider auf Slot 2 keine Speed. Da reicht es an sich am Anfang jetzt, solange du noch nicht so weit kommst und noch nicht irgendwie 5 Sterne Temporuhen oder sowas sammeln kannst, reicht es auch, wenn du hier in der, ja, genau, der Welt hier, die 2 an sich spielst, ne, aber nicht auf normal, sondern bist du schon bei Hell? Ja, genau, auf Hell. Und hier eine 4-Sterne-Rune Speed auf Slot 2 suchst für ihn und der Rest ist an sich ganz simpel. 4, wie gesagt, HP-Prozent und 6 ACC. Falls du natürlich sagst, okay,
ich bekomme das ACC auch so hin, weil ich mache ja dann noch Fokusruhen rein, ja, was dann ja auch nochmal, ja, extra hier 20% ACC gibt und du kommst dann trotzdem so auf 80% ACC, könntest du jetzt zum Beispiel hier auch noch eine HP-Prozent-Rune reinmachen, ja, vielleicht immer mal gucken, dass hier in den Sub, ja, hier immer ein bisschen Speed mit dabei ist, wie bei der jetzt zum Beispiel, nur dass es halt eine Verteilrunde ist, wir brauchen hier Tempo, Fokus, ja, um halt so viel ACC wie möglich irgendwie rauszubekommen. So, was haben wir noch? Ja, Magirita ist auch ein cooles Monster. Ich finde es sehr gut immer wieder, dass man die auch jetzt am Anfang bekommt. Das ist eine sehr gute Hilfe, womit Leute wirklich sehr gut spielen können. Besser als damals, was man so bekommen hat mit zum Beispiel dieser Lichtfee, die man damals mal bekommen hatte. Ich finde jetzt halt Magieritter oder sowas finde ich halt recht viel besser. Hast du eigentlich noch diesen Lichtelfenwächter? Nee, den hast du nicht mehr. Ist auch nicht so schlimm, braucht man an sich auch nicht. Was noch gut ist, halt der Feuerelfenwächter, falls wir den vielleicht nachher ziehen. Succubus, ganz normal, fatale Klinge, reicht vollkommen aus. Alles ATK ist halt gut zum Damage machen. Hier ist auch okay. Genau, ist an sich auch vollkommen okay. Braucht man aber eigentlich an sich später auch nicht mehr. Aber so wie du sie jetzt hast, auf 5 Sterne Max-Level, ist vollkommen in Ordnung. Er macht an sich auch recht coolen Damage, würde ich auch auf Fatal-Klinge, Fatal-Energie so ungefähr legen. Ja, weil er macht echt coolen Damage, ist aber auch nicht unbedingt jetzt am Anfang Six-Star wert. Hier natürlich eine Chimäre, ist natürlich richtig Bombe. Wie viel fehlten dir da noch? 16 hohe Windessenzen und 10 hohe Magieessenzen. Also sorry, wenn ich ein bisschen verpeilt bin, ja, aber ich bin gerade erst von Arbeit gekommen. Hua. Ja, und ich wollte halt schnell das Video aufnehmen, damit das dann bearbeitet wird und ihr das sehen könnt und bla bla bla. Ihr wisst schon, wie das abläuft, ne? So. Ja, Speed ist gut, weil der läuft auch je nach Speed, ja, umso besser, also umso mehr Speed, umso besser wird er. Deswegen hier auch auf Speed gehen. Dann haben wir hier den Piratenkapitän. So. Piratenkapitän auch hier. Wieder mit Tempo und Fokus arbeiten. So viel ACC wie möglich, ja, so viel Tempo wie möglich. Auf Slot 2 wieder eine Speedrune, deswegen kannst du da gleich auch wieder eine Speedrune formen. Und 4 ATK-Prozent und 6 ACC. Beim Piratenkapitän ist es echt unheimlich wichtig, hier genug ACC zu haben. Meerjungfrau und Feuer ist auch eigentlich recht cool. Dadurch, das war doch die Attacke, oder? Greift den Feind an und betäubt ihn eine Runde, hindert ihn für 2 Runden daran, Fertigkeit mit Abklären zu verwenden. Jeder Effekt hat eine 8% Chance aktiviert zu werden. Nee, das war nicht das, was ich meine. Ach, das hier. Regeneriert 30% der HP und Angriffsbalken eines Verbündeten. Dieser Angriff kann einen toten Verbündeten wiederbeleben, die 3 zusätzliche Runden verbraucht und der Abklingzeit hinzugefügt wird. Ja, es ist auch recht cool. Man kann sich dann halt aussuchen, was man dann halt so jetzt macht damit, ne? Ist an sich eine coole Sache und 30% HP-Regeneration ist recht cool. Was du dir auch noch besorgen musst, sage ich immer wieder, besorgt euch Inu Licht. So, hier, das ist an sich jetzt nicht so besonders. Bierman auf jeden Fall auf Energie und Klinge erstmal gehen. Irgendwann später kann man natürlich auf Gewaltklinge gehen, um halt wirklich so viel wie möglich, sag ich mal, Schläge rauszuhauen, ja. Ja, da ist es dann nicht so, dass ihr dann einen Haufen Energie habt, ja. Vielleicht, also weniger, als wenn ihr jetzt vielleicht komplett auf Energie gehen würdet. Sollte zumindest so sein. Aber er schlägt halt öfters zu, dadurch heilt er dein Team halt öfters. Aber am Anfang reicht komplett aus Energie und Fatal. Oh Gott, Energie und Klingeruhn. Meine Fresse, ey. Heute ist wieder ein Tag. So. Hava reicht am Anfang auch aus. Entweder auf Fatal, Klinge oder natürlich Tempo, Fokus. Fokus. Falls man halt keine guten Fokusruhen hat oder so, geht auch Klinge, um halt vielleicht wenigstens Damage zu machen. Aber an sich ist Hava halt da hier, um die Fertigkeiten zu benutzen und das Angriffstempo des Gegners zu verringern, ja. Um
ja, hier kontinuierlichen Schaden zu machen mit der zweiten Attacke und halt die passive resultiert den Angriffsbalken des Feindes um 25% und greift mit einer Chance von 30% erneut an. Ist halt echt cool. Wenn ihr die dann auch noch auf Gewalt habt, dann läuft es natürlich noch besser. So, was haben wir hier unten noch? Nicht so praller, auch nicht unbedingt so pralle. Ich bin jetzt kein Fan von den Assassinen, außer dass sie cool aussehen, auf jeden Fall. Ja, an sich kann man ihn auch bauen für die Arena. Aber du hast hier einen guten Wassertypen erstmal für die Arena, deswegen würde ich hier erstmal noch nichts machen. So, wir sind jetzt hier schon wieder bei 10 Minuten. Ja, dann fange ich jetzt einfach mal an mit dem Opening und guck mal, was rauskommt. Danach werde ich natürlich noch sagen, wer vielleicht als ersten Sixer. Und ja, also sorry Leute, wenn ich hier so ein bisschen verpeilt rüberkomme. Nochmal, aber ich bin einfach nur echt heute sehr müde. Aber vielleicht ändert sich das, wenn wir jetzt hier vielleicht irgendwas Ordentliches ziehen und kein Kriegsbär. Ach, come on, Kampftänzer. Bäm, Kriegsbär. Nö, wollen wir nicht. Mumie, bäh. Wir wollen Blitze, Leute. Wieder Blitze mit P, ja, und Ä hinten, ja. Blitze, come on. Wir brauchen Blitze. Elfenwächter Wind wollen wir auch nicht. Wenn, dann Feuer. Bestien, mehr brauchen wir auch nicht. Im Champion. Come on, wir haben jetzt 10 Rollen geöffnet. Jetzt muss doch aber mal was kommen. Gut, mach mal wieder hier unser Bibbibbill, ein bisschen rumspacen, ja, hier in der Fabrik hier und einfach mal bla und dann gehen wir wieder auf Beschwören und dann beschwören wir und, ach Gott, nee. Lebende Rüstung. Weiter. Kriegsbär, jetzt gib uns doch, du, das kann doch nicht sein, Schlange. Jetzt gib uns hier einen Blitz, Kampftänzer. Hallo, wir wollen Blitze. Wir haben jetzt hier schon... Ach Gott, nee, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir haben 16 Rollen schon geöffnet. Und noch keinen Blitz gehabt. Harpy. Oh, Leute, Kurierhai. Menschenskinder. Menschenskinder. Golem. Come on. Bestienjäger. Golem. Okay, wir gehen nochmal raus. Wir gehen nochmal raus, wir gehen nochmal raus. Wir müssen hier mal gucken. Das haben wir hier im Lager rumstecken. So, Lager. Megan auf jeden Fall nochmal am Aufwerten. Hier auch auf Tempo gehen und Fokus. Auf Slot 2 Speed, 4 HP Prozent am besten und 6 ACC. Ansonsten, was haben wir hier noch? Rauk natürlich richtig cooles Feuermonster, aber du hast eine Hava, das reicht erstmal vollkommen aus. Und hier ist die Elfenwächterin in Feuer, die auf jeden Fall auch benutzen auf Hochpushen. Ja, gut für Necro, allgemein ein cooles Monster, ja, was natürlich auch mit Crit-Rate wieder arbeitet. Also wirklich hier Hochpushen und deine Elfenwächter alle komplett da drauf. Wieder nichts. Inferno. Mann! Inugami. Wir haben nur noch 12 Rollen. Was ist hier los? Hier kommen absolut keine Blitze. Keine Blitze. Kampftänzer. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Werwolf. Das. Ne. Teufelsjäger. Vor allem, wir ziehen immer nur den gleichen Rotz hier. Materia Cat. Wir werden doch nicht so ein Pech haben wie Max, ja, der hier 45 oder jetzt vielleicht schon bei 50 Rollen ist und keinen Blitz hat. Sensenmann. Meine Fresse. Fee. Ey, wir kriegen keinen Blitz. Was ist hier los? Lebende Rüstung. Ey, kein Blitz, Leute. Pinguinritter. Ohne Mist, Leute. Wir haben keinen Platz mehr. Ohne Mist, was ist hier los? Das ist ja... Das ist verrückt. Wir haben keinen Blitz. Keinen einzigsten Blitz. Das geht doch gar nicht. Wir haben 35 Rollen gehabt und keinen Blitz. Nicht ein. Fee. Meine Güte, was ist denn hier los? Okay, dann tut es mir auf jeden Fall hier leid.
Eddie, aber du hast es ja gesehen, wie das so ist, ne? Jetzt hast du zwar schön viele Foodmonster, um deinen zweiten Sixstar zu machen, aber ich hätte mir wirklich ein bisschen vielleicht mehr irgendwie gewünscht. Ach, Mann, ey. Gut, also du hast ja den Fuku jetzt an sich zum Form, zum Leveln hast du jetzt schon oben. Du könntest jetzt als, sag ich mal, zweites, bin ich ja immer eigentlich der Fan von Heilern. Dadurch, dass du aber noch nicht so einen guten Heiler hast, ja, nur an sich die Fee, Meerjungfrau, oh Mann, ich muss gehen, und Bierman, ja, ist natürlich jetzt nicht so viel krass Auswahl, würde ich entweder hier Piratenkapitän, der dir auf jeden Fall weiterhelfen wird, dann hier dieser Quebisonuef, wie auch immer, auf 6 Sterne machen, Chimäre auf 6 Sterne machen oder nee, hier unten war an sich nichts weiter, ja. Denk natürlich auch an die Fusionsmonster, die du hier raussortieren kannst, wie hier den Wolf oder so, um dann halt schon mal langsam Richtung Fusion zu arbeiten. Haver würde ich als, also ich persönlich an dritter oder vierter Stelle zu einem Sixstar machen. Als nächstes. Das Problem ist, wir haben halt schon Wind, ja? Jetzt nochmal die Chimäre zu machen, ist zwar ein 5-Sterne-Monster, aber jetzt die Chimäre zu machen, dann hast du 2 Windmonster als Sixer. Ist nicht so pralle. Ja, dann würde ich hier diesen Quaybearing Swift nehmen, ja? Der ist auf Rückhalt an sich und auf Tempo. Deswegen, ich denke auch, er wird recht gut sein, nicht nur in der Arena, sondern auch in den Dungeons, ja, wenn er sozusagen immer den Angriffsbalken zurücksetzt und das Angriffstempo reduziert. Danach würde ich dann, falls du dann bis dahin noch keinen ordentlichen Heiler gehabt hast, weil wir jetzt keinen gezogen haben, meine Fresse, ey, 35 Rollen, kein Blitz, oh Gott, nee, das geht gar nicht. Aber es gibt echt Accounts, wo ich mir nur denke, die sind vom Pech verfolgt, das ist, nee, also, ich habe ja schon von vielen geöffnet, ja. Und bei manchen, ja, da weiß ich von vornherein, hier wird was Gutes kommen. Und bei manchen, ja, da gehst du rein und öffnest und öffnest und öffnest und denkst dir, was ist hier los? Es ist manchmal echt verflucht. Und das tut mir wirklich leid, Eddie, hier für dich, beziehungsweise, dass wir hier nichts gezogen haben. Aber du hast es ja selbst gesehen, ich hätte jetzt auch nichts weiter dran ändern können. Wir haben Food Monster, damit kannst du den nächsten Sixstar machen. Und ich persönlich bin nächster Sixstar für den Piratenkapitän hier in Wasser, weil der kann in den Dungeons recht gut sein und der ist auch in der Arena recht cool. Im Turm habe ich ihn noch nicht weiter ausprobiert, aber ist, denke ich mal, auch nicht schlecht, um schneller vielleicht durchzukommen im Turm. Zudem ist er halt schnell, hat ein bisschen Angriff, ne, und das passt. So. Oder halt Rakasha, ne? Rakasha ist aber halt das Ding, da braucht man echt recht gute Runen, ja? Also hier keine ATK Plus. Wie gesagt, hier Tempo und Fokus bin ich so Favorit an Runen. Slot 2 Speed, 4 ATK Prozent und die 6 entweder ACC, wenn man nicht genug ACC zusammen hat, oder hier eine ATK Prozent. Du kannst natürlich sie auch erstmal auf 6, könntest du jetzt auf 6 machen und dann bessere Runen formen und dann vielleicht auf Tempo und dann halt bessere Runen an sich. Ne? Weil Fatal Energie ist schön und so, aber hier mit 7% ACC kommen wir mit Rakasha leider nicht weiter. So, also ich persönlich würde den Piratenkapitän nehmen oder die Hava. Auf jeden Fall nicht die Chimäre, weil wir haben schon ein Windmonster und das reicht. Das ist vollkommen in Ordnung, das reicht wirklich. Aber hier entweder Rakasha, unsere Hava, oder Piratenkapitän, unseren Galle. So, okay, das war's. Die hier kannst du auf jeden Fall auch aufheben, falls du dann mal irgendwann eine Emma ziehst. Also hier die Neostone Agentin, in Wasser vielleicht irgendwann ziehst. Dann wird das auf jeden Fall was hier. Und dann gleich halt aufskillen, aufwerten und zataratap, hast du vielleicht schon einen Skill. So, und wenn du die halt, die Neostone Agentin halt ziehst, spar die einfach auf. Ist wirklich besser.
So, genau. Magieritter Feuer, wie gesagt, machen, was du im Lager hier hast. Und ja, das war's dann. War ein 20-minütiges Video, ist ein bisschen länger geworden. Und es tut mir Gott verdammt echt leid, dass ich heute so ein bisschen müde bin. Deswegen werde ich heute auch nur ein Video an sich machen. Morgen. Ja, morgen. Leute, werde ich kein Video machen, dadurch, dass ich beim Robbe, also falls ihr beim Robbe auf den Kanal mal geht, morgen Twitch der Robbe, ich weiß gar nicht, wann es genau war, war das 19 Uhr oder 19:30 Uhr, irgendwann, ja, will mich jetzt nicht festmachen, ich habe jetzt gerade kein Bild vor Augen, oder können wir mal kurz gucken, ich gucke jetzt mal kurz, ja, nicht, dass ich euch hier irgendeinen Scheiß erzähle und dann geht er zum Robbe und sagt, ey, die Caro, ey, die hat gesagt, ja, nee, 19 Uhr. Ja, morgen 19 Uhr twitcht halt der Robbe und da habe ich gesagt, ich mache morgen mal kein Video, gucke mir schön den Stream an und ich hoffe, ihr seid auch dabei. Wie gesagt, ich gucke es mir auch an und ich hoffe, ihr seid nicht böse, aber am Donnerstag geht es dann weiter wieder mit einem Video. Bis dann und viel Spaß und tschüss.